Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Subsistence. Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht, wie wir jetzt hier so weit weitermachen. Und letztendlich bin ich nur auf eine einzige plausible Option gekommen. Mehr Strom. Also, wir haben jetzt hier den Wassertank schon mal hingestellt. Das ging etwas besser umzusetzen als das mit dem ATV in der letzten Staffel. Das haben wir jetzt irgendwie in nicht mal 10 Folgen erledigt, plus Sprenkleranlage. Das werden wir dann irgendwann noch mal ein bisschen hübscher machen. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich jetzt hier... Achso, die anderen Felder auch noch mit so einer Sprenkleranlage versehe. Weil ich das vielleicht, wie gesagt, stromtechnisch finde ich, ist das ein bisschen frech, was die Dinger kosten. Das ist so, und wie gesagt, so rein auf so physikalischer Sicht finde ich, ergibt es nicht mal viel Sinn, dass es so viel kostet. Vor allem, mir ist, während ich so drüber nachgedacht habe, das ist jetzt ein bisschen mimi, alles gut, ich liebe das Spiel ja trotzdem. Aber es muss halt gesagt werden. Ich brauche, wenn die Wasserpumpe pumpt, 0,3? Oh. Warte mal, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. 0,3 beim Ausbau. 0,15 war es, glaube ich, oder so, ne? Zum Wasserpumpen aus dem vorhandenen See direkt nebenan. Aber Erze aus der absoluten Untiefe zu fördern, kostet 0,19. Joa. Der Vergleich hinkt, wisst ihr? Egal. So, Kartoffels. Ey, unsere Lachspastete lohnt sich. Zack. Nice. Müssen wir mal Gemüse? Was nehme ich da an Gemüse? Ich müsste vielleicht wirklich mal ein bisschen, was Gemüse angeht, auch kochen. Natürlich hier Leber und Zwiebeln sind eigentlich eine ganz gute Option. Aber sonst? Kartoffelbrei, aber herzlichen Glückwunsch. Ja, Kartoffelrösti. Obwohl, Kartoffelrösti habe ich sogar, ne? Nee, das ist Kartoffelbrei. Den könnte ich ja brauchen, falls ich nochmal Lachspastete mache. Ja, genau, genau. Ja, natürlich, ich kann jetzt Rippenbraten und Gemüse auch machen. Aber ich finde jetzt gerade Leber und Zwiebeln. Macht einen guten Eindruck. Herstellen, kostet 80 Strom. Komm, machen wir das Ganze nochmal. Mehr Ordnung hier rein haben. Und nochmal. Gut. So. Ich habe mal drüber geschaut, wenn die Raffinerie halt nicht läuft, haben wir tagsüber, kriegen wir unseren Strombedarf komplett gedeckt und haben wahrscheinlich sogar eine Überproduktion. Dahingehend ist schon mal alles gut. Jetzt müsste man es halt auch mal ausbauen, dass wir eine massive Überproduktion haben, dass wenn wir mal sporadisch was anderes brauchen, dass unsere Energiespeicher gut gefüllt sind. Ich könnte auch noch mein Leben gebrauchen fürs Respawn, aber das ist ja wieder so... First World Problem, so nach dem Motto, wer braucht denn schon Respawn? So, ich könnte aber nochmal Pfeile gebrauchen. Ich glaube, ich werde auch die Felder jetzt nochmal düngen. Das ist ja mit dem Kalium relativ gut machbar. Ich habe bis jetzt auch, glaube ich, noch kein anderes Rezept gefunden, wofür ich es brauche. Das ist so ganz angenehm eigentlich. Zack. 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 Ah, gut, ich hätte jetzt mal eins von den die Feldern doch mal nutzen können, um den Vergleich zu ziehen zwischen gedüngt und nicht gedüngt. Ah ja, egal. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ich hätte gerne mal wieder ein paar Zwiebeln. Und Tomaten gehen natürlich immer. Wir haben zwei Felder frei. Samen ziehen 5. Samen ziehen 1. Samen ziehen 1, Samen ziehen 1. Samen ziehen. Warte mal, ich esse einfach mal ein. Und jetzt mache ich hier Samen ziehen 5, Samen ziehen 3. Wunderbar. Wir haben jetzt Herbst, ne? Wenn wir jetzt ein bisschen zur Tür rausgehen, haben wir gute Chancen, Baumwolle zu finden.
Das finde ich eigentlich ganz geil. Fertig. Was habe ich hier? Tomaten? Gut, ich baue... Ich habe schon Tomaten und Zwiebeln angebaut. Ja gut, doppelt hält besser. Oder wie war das? So. Das heißt, wir gehen heute auf jeden Fall nochmal zur Tür raus. Das heißt, ich werde euch nochmal ein bisschen versorgen, bevor wir gehen. Und mich selbst natürlich auch. Ich werde die beiden Dinger jetzt mal kurz auf Wasser umstellen. Dann machen wir uns nochmal ein bisschen was von den schönen Blaubeerwasserflaschen. Die jetzt einmal noch mit Generator durchlaufen lassen hier. Ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir wieder und haben ein bisschen Strom und die Masse dürfte sich bis dahin auch ein bisschen erholt haben. Dietrich wäre noch ganz geil eigentlich. Oh, könnten wir uns sogar leisten. Abgesehen vom Strom, aber das regelt sich ja auch gerade. Ich war jetzt von den letzten Dietrich-Kisten nicht so überzeugt, aber an sich... Können wir ja was gut machen. So, hier auf die Tierkacke rein. Ach, was war das jetzt? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ach, was war das dritte? Ich hab vergessen. Dietrich. Ach, 18 Eisenfragmente. So. Blöd. So. Alles grün bis auf Strom. Das warten wir einfach kurz ab, indem wir mal unsere Holzfällerroute auf unserer eigenen Insel machen. Und dadurch, dass es auch immer heller wird jetzt gerade... Kiste. Wir liefern die Solaranlage um auch nochmal ein bisschen mehr Strom. Das ist ja mal wirklich eine geile Ausbeute jetzt gewesen. Also drei Windräder oben, war schon mal gut. Ich hätte gern auch mehr, so 9 Windräder und 9 Solaranlagen. Wäre doch schon mal schön, so ausgleichen. Trinken nochmal. Nimmt der Tank von alleine an und ich was rausnehme? Nein. Aber wie viel brauchst du denn an Strom? 0,3. Das ist die Woche für mehr Strom als das mit dem Erz unten. Naja, ist okay. Hat den Tank aber wieder voll. Aber auch interessant, dass der auch so keine Automatik hat. Den muss man einmal von Hand einstellen. Das ist okay. Ist interessant. So, wir sind gut gewässert. Die Tierchen benötigen nochmal ein bisschen Liebe, glaube ich. Das war definitiv wieder zu viel. Egal, jetzt gibt es noch ein bisschen Wasser. Gute Dreckwasser. Das
ist euch ja relativ egal. Glücklicherweise. Ach, mir fällt doch gerade ein. Ich habe ja gar keine Pfeile mehr. Also wirklich so. Wie viel? 7? Das ist nicht so viel. Das heißt, eine Tour lohnt sich auch gar nicht so sehr. Ja gut, ich kann ja Dinge erschießen mit anderen Mitteln. So ist es nicht. Zack, 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 zack. Hab ich hier noch Pfeile? Ach, geht hier noch Premium-Pfeile? 3 Stück. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Aber auch der Strom langsam da sein? Nein, noch nicht. Das heißt, ich mache mir noch mal ein paar Pfeile. Das heißt, ich mache mir noch mal ein paar Äste. Gut, die Äste mache ich mir dann gleich to go. Brauche noch mal Nägel und Federn. Nein, Federn nicht hier. Ich brauche mehr Federn. Das heißt, ich müsste tatsächlich mal... Hühnerjagd gehen. Wie viele Pfeile kriege ich raus? Ist es jeweils 1 oder sind es 2? Zwei Stück. Okay, okay, sehr gut. Dann reicht das erstmal. Zack. Du kannst dem Bein noch mal ein paar Stöcke hinten dranhängen. Haben wir das? So, dann können wir uns zumindest wieder ein bisschen auch, ich wollte jetzt sagen verteidigen, aber wahrscheinlich gehe ich eher offensiv ran. Dann kommst du jetzt hierher. So, und für Windräder das Schlimmste bleibt erstmal Platin. Den Rest haben wir in guten Mengen da. Ist auch das echte, wie wir da stehen. Ich fühle mich hier zu Fuß für die Standardtour einfach wohler. Essen und trinken. Moment. Wir kommen doch los. Ich finde es immer so witzig, dass mein Tisch hier unten rausgeschnitten wird von der Kamera. Hab dich auch lieb, Kamera. Ah ja, ist egal. Oh, hier. Oh Gott. Gut. Bevor das Zeug vergammelt, das wäre jetzt wieder richtig gut gewesen. Da vorne liegt schon mal Metallschrott, nehmen wir mit. Also, wenn wir über Elche stolpern, nehmen wir mit. Wenn wir über Pumas stolpern, nehmen wir mit. Auch wenn für Pumas habe ich einen relativ weiten Weg vor mir, das wird heute eher unwahrscheinlich der Fall sein. Dreierwölfe nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Hühner. Hühner für Federn. So. Der Wolf stirbt, weil er eine Kiste verteidigt. Oh, es ist ein Einserwolf. So ein bisschen Sünde. Ah! Es gibt mittlerweile Steam-Errungenschaften. Das war jetzt unser 10. Wolf. So, hier steckt noch ein Pfeil im Boden, den will ich wieder haben. Da. Und jetzt die Kiste. Auch gut. Wer habe ich da vorne irgendwelche Menschen gesehen? Aufpassen. Schon wieder ein Einserwolf. Ja, komm. Ein Einserwolf brauche ich jetzt nicht. Meine Munition raushauen. Außer er verteidigt eine Kiste, dann natürlich schon, aber. Beziehungsweise, wenn er mich angreift, ist das auch ein Grund.
Hier hoch? Jo. Blaue Kiste? Rechts, rechts ist ein Hase. Obwohl, ein Hase können wir auch gut brauchen. Ein bisschen Stoff. Hasi, kriege ich euch überhaupt zu Fuß oder kriege ich nur die Hühner so? Ja, das sieht schlecht aus, oder? Ich befürchte, dass ich die nur auf die Schießvariante kriege. Ist zwei Erze übereinander? Nee, nur eine komische Kante. Gut, also Hase. Das, ach, dafür hatte ich, glaube ich, den Standardbogen immer mit dabei, wenn ich mal Hasen jagen wollte, damit ich die Haltbarkeit von meinem guten Bogen nicht raushaue. Oh, ein zweier Braunbär. Also Braunbären sind echt unangenehm. Geben natürlich gut Rohstoffe, aber... Da oben ist eine Holzkiste. Oh, die will ich haben. Ich hoffe, das Spiel ist so nett und gibt sie uns. Links Bär, rechts Wolf, Mitte Kaninchen. Aber das ist die Kiste, die ich haben wollte. Perfekt. So. Da unten ist ein Elch. Oh ja. Und links sind Menschen. Oh nein. Oh! Fuck. Oh. Das Kiste? Vielleicht nochmal nach dem Elch, aber jetzt habe ich hier natürlich auch noch die Erze, die sehr interessant aussehen. Hey! Oh, wow, ich gehe einfach von der Seite hoch. Ist das okay? Ja, ne? Stimmt, ist das okay. Vielleicht ist noch der Elch, der ist noch da. Wunderbar. Mich auf meine eigene Plattform zurückziehen und retten. Das war zumindest mal ein Kopftreffer, würde ich sagen. Noch zwei Schuss drin. Der geht immer weiter weg. Ah, Mist.
ins Wasser. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Elch, komm her, komm her, komm her. Lief? Gar nicht so scheiße. Hab wohl nicht gut getroffen, aber er mich auch nicht. Das ist okay. So, haben wir. So, jetzt können wir wieder ein paar Kisten sammeln, oder? Haben genug böse Tierchen erlegt. Naja, und ein Elch. Nichts zum Nachladen. Ja. Hab nicht mehr so viel zum Nachladen, das ist in Ordnung. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen. Na gut, wir sind bei 20 Minuten. Ich werde auf jeden Fall das Rippchenstück, glaube ich, heile nach Hause bringen. Wenn so ein Ding vergammelt, ist richtig schlimm. So, Zweierwölfe nehme ich wohl mittlerweile auch mit. Einmal bin ich wieder ein grausamer Tierkiller geworden. Ein Feig daneben, ne? Ach, hier ist er ja. Schön. Blaubeeren, Apfel ist gut. Apfel ist gut, nehme ich. Feuerwolf an Eko. Und noch ein Erz, Eisenerz, glaube ich. Nein, das ist etwas, was man auch immer gut gebrauchen kann, weil spätestens wenn wir wieder mit irgendwelchen Barren um die Ecke kommen, ist das gut, wenn wir das Zeug auf Lager haben. Mensch. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Erstmal Kupfer. Und eine Holzkiste. Holzkiste, super. Eigentlich ist das ziemlich das, wo wir am gezieltesten nach Ausschau halten müssten. Weil da gibt's Elektroschrott drin. Das war jetzt auch wieder nur ein Elektroschrott, aber immerhin. Diesen Baum nehme ich auch gern mit. Und die Kiste an dem großen Baum natürlich auch. Feder, sehr schön. Vorne ist ein Hühnchen. Das könnten wir uns ja auch schon mal mitnehmen. Platz haben wir, genau.
Gibt's wieder eine Feder. Danke. Hase, keine Angst, von dir will ich nichts. Zweierwolf. Und was haben wir dahinter noch laufen? Ein dreier Schwein. Ich stell mir gerade vor, wenn ich mal diesen 1 Millimeter, den ich hier mal abwarte, bis er bei mir dran ist, wenn ich dann nicht treffe. Das wäre unangenehm. Das ist wieder ein Mensch. Oh Gott, er hat die Waffe gezogen. Wenn er auf mich schießt und trifft, bringe ich ihn um. Wenn ich es vermeiden kann, getroffen zu werden, machen wir es lieber so. Machen wir heute mal einen auf friedvoll zum Menschen. Okay, das war jetzt... Es geht jetzt in die Richtung Munitionsverschwendung, weil Schrotflinte für Wolf... tut nicht Not. Aber bevor ich gleich wieder infiziert werde, zerfleischt werde, gebrochene Knochen habe oder irgendetwas anderes, was im Spiel gerade mal so einfällt, lieber die Schrotflinte. So, ab nach Hause. Ich muss mein Rippchen wegbringen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Oh ja. Schönes Leben noch, Hühnchen. Alles gut. War nur Spaß. Machen wir hier nochmal Pflanzen. Ich dachte jetzt fast Baumwolle. Ja, Bär, ich gehe. Alles gut. Ach, das wird schön im Winter. Da bin ich die Bären ja los. Und diese komischen weißen Wölfe. Ja, finde ich besser. Rechts ist eine Holzkiste, richtig gut. Und das ist noch eine andere Kiste. Okay, die Holzkiste erstmal wichtig. Da gibt es Hoffnung auf Elektroschrott. Jupp, haben wir, danke. Okay, jetzt sehe ich gerade überall Kisten. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso denn jetzt, Spiel? Es wird dunkel. Hol nach Hause. Und unterwegs natürlich Kisten mitnehmen, wenn wir noch welche sehen. Ich meine, ich hatte eben auch noch einen im Augenwinkel gesehen. Ach, das könnte auch das Metallschrott gewesen sein.
schon wieder ein Braunbär. Gut oder immer noch? Also er hat mich bemerkt. Heißt noch nicht, dass ich jetzt in Gefahr bin? Gut. Wow. Oh, Verband. Oh, schön. Zu so später Stunde war auch schon länger nicht mehr unterwegs, oder? Ich sehe ja kaum noch was. Ich würde sagen, ab jetzt nicht in der Safe Zone. Dings. Kann ich ja zu Hause gar nicht respawnen. Ist so ein kleines Detail, was einem das Leben ein bisschen schwieriger gestaltet hier. So, erstmal Rippenbraten in den Kühlschrank. Da. Wunderbar. Dann Holz. Dinge verbrennen. Schlachten. Auch noch was zum Verbrennen. Oh, wunderbar. Gut. Haben wir das? Was sagt unser Strom eigentlich? Und Masse? 1400 Strom. Oh, geil. Gut, in 0,0. Ja, gut, das ist nicht so viel. Aber ist geil. Ich bin zufrieden mit dem Ausflug. Der hat sich mal wieder richtig schön gelohnt. Ich sortiere natürlich jetzt bis zum nächsten Mal wieder das Inventar aus und dann starten wir eigentlich beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder eine Kopf. Komm, Leben erschaffen. So, haben wir das geregelt. Gut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.